So, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Machen wir das auch. So, what up? Bin wie immer später dran als erhofft. Aber heute aus Wohltätigkeit, sag ich mal. Hab jemandem bei einem Computerproblem geholfen, von dem ich selber nicht so viel Ahnung hatte. So. Muss ich nur noch kurz einen Link machen. Ups. Übrigens, Pat ist nicht gestorben. Es ist nur eingepackt, weil die Serverwartung war. Eine extra Serverwartung. Na gut, okay, das passt schon. Ja, passt schon. Alright. So, dann holen wir die Miezekatze wieder raus. Oh, ich habe sogar noch ein Egg gedroppt gestern. Nice, habe ich gar nicht mehr gesehen. Muss dann eigentlich ziemlich genau nach dem gewesen sein, wo... War es nicht ganz am Ende? Nee, 13% hat es wieder. Doch nicht. Nee, es war ganz am Anfang. Na ja, gut. Oh, nice. Thanks for the loots. Und was geht ab? Midnight, KDB, Terranord. Wie geht's? Wie steht's? Leckt der Stream oder kackt mein Internet gerade einfach ab? Schwer zu sagen. Kann ich dir auch nicht beantworten. Also es sollte eigentlich nicht laggen. Bitrate sieht gut aus und... Ich scheine auch keine Connection Problems zu haben. Vielleicht mein Neuladen, vielleicht ist es auch gar nicht Internet. Vielleicht liegt es an Twitch. Danke fürs Loot. Aber das habe ich euch gerade schon gesagt. Ja, ich habe heute leider keinen Shop machen können. Beziehungsweise, ich habe es, wenn ich ehrlich bin, wieder vergessen. Ich muss dann morgen nach der Arbeit. Also um 17, 18 Uhr oder so, ich weiß noch nicht, wann ich heimkomme, muss ich dann direkt Shop machen mit Kano Moon und einfach alles rausdreschen, was ich habe. Sonst wird es mit dem Einig-Set nichts. Ich hoffe, da reichen ein paar Stunden. I really hope so. Darauf mein Handy geleckt und bin jetzt aus dem WLAN raus, jetzt geht's. Das heißt, du schaust jetzt über mobile Daten oder wie? Damn. Oh, Doppelkanonendrop. Not bad. Na, ich habe leider wieder keine Party, also Dungeons wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen. Tramlock wahrscheinlich nochmal. So, ich muss mir immer noch nebenbei ein kleines bisschen Fly for Legacy erledigen. Die Sachen, die man so am Tag nicht schafft. Muss mir das echt mal angewöhnen, dass ich es in der kleinen Pause in der Schule mache. Ja, aber es ist einfach die perfekte Zeit, es hat mir nichts Besseres zu tun. Meistens mache ich einfach gar nichts in der Pause. Ja, Hausaufgaben schaffst du in der Zeit eh nicht, die macht man lieber daheim. Muss mir echt mal angewöhnen, dass ich da ein bisschen Fly for Legacy schon mal erledige. Telekom Videopass regelt. Okay, kenne ich nicht, aber hat wahrscheinlich gute Bedingungen. Specs mobile Daten. Was geht ab, Floor? Good evening. Free Video Streaming.
Ah. Ah, stimmt. Ich glaube, von sowas ähnlichem habe ich schon mal gehört, ja. Und zahlst du dafür extra oder ist es bei deinem Vertrag mit dabei? Nicht, dass dein Tiger wegen Flyer Legacy stirbt. Hey, come on, man. Wann ist mir jemals ein Pet gestorben? Ja gut, der lebt noch, aber ja. Naja, aber das Vieh war eine komplette Katastrophe. 1-1. Was will man denn damit? Ich hätte es erwecken sollen. Das war eigentlich das Traurige dran. Kaufe gerade wieder Alchemie, also Alchi-Up. Rage coming soon. Hab geflunkert. Geflunkert, dass ich noch bei Mutti wohne und sie hat einen Telekom-Festnetzanschluss. Da gab es das gratis dazu. Wow. That's dirty. That is dirty. Indeed. Ja, ich meine, wenn sie es nicht benutzt, dann machen sie ja dadurch keinen direkten Verlust, sag ich mal. Weil ob du bei ihr wohnst oder nicht, ist ja egal. Solange nur einer von euch beiden diesen Videopass benutzt oder in Anspruch nimmt, ist es das gleiche, wie als wenn du bei ihr wohnen würdest. So oder so müssten sie einem von euch einen Videopass geben, wenn es einer beantragen würde, wenn du noch bei ihr wohnen würdest. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Oder wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, ist ja dann im Endeffekt Wurst. Würde die Telekom wahrscheinlich anders sehen, wenn sie es wüssten, aber ich denke mal, es gibt viele Sachen, die nicht wissen. Aber 45 GB pro Monat? Damn. Ich habe halt 2. Und ich brauche nicht mal einen halben. Tja, der Nachteil, wenn man den ganzen Tag nur daheim sitzt, Kappa. Aber eigentlich stimmt das nicht mal. Ich bin eigentlich die meiste Zeit des Tages bin ich nicht daheim. Zumindest montags und freitags und dienstags und jeden zweiten Donnerstag. Nein, nur am Wochenende halt. So, der Vorteil ist bei Flyer Legacy, du musst immer nur anklicken, dann startest du und dann wartest du. Sag ich. Ja, ich würde es nicht sagen, perfekt nebenbei, es lenkt schon ab. Aber es ist nicht so schlimm wie jetzt, keine Ahnung. Na, in Anführungszeichen richtige Spiele. Aber das hat zumindest was mit Flyer zu tun. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass nicht mehr so viele von euch Flyer Legacy spielen, die angefangen haben. Also ich glaube, von den Leuten, die jetzt gerade da sind, war sowieso keiner dabei, aber es haben am Anfang einige Leute mit mir angefangen. Ich glaube, die meisten haben schon längst aufgehört. Ist auch schon grindy. Ich meine, ich spiele jetzt seit 2,5 Monaten und seit gefühlt einem Monat bin ich auf dem gleichen Level, quasi, weil ich so viel farmen muss, um besser zu werden, um überhaupt weiterzukommen. Also ist schon grindy und schwierig und dann auch sehr eintönig auf Dauer. Aber ich meine, es ist Fly, was hat man erwartet? Weil man, wenn man wirklich das Maximum rausholen würde, selbst als Free-to-Play, könnte man schon viel weiter sein als ich. Könnte wahrscheinlich dreimal so viel Kampfkraft haben, wenn man jeden Tag das Maximum machen würde. Aber das ist mir dann halt die Zeit auch nicht wert. Spiel es nur so, dass man einen angenehmen Fortschritt hat. Und willst halt mal einmal durchspielen sozusagen oder halt aufs Maximallevel schaffen, um dann zu beurteilen, wie das Spiel so ist. Aus jeder Perspektive. Außer der Cash-Perspektive. Dazu kriegen sie mich nicht, dass ich reincache. Nur um zu beurteilen, wie das Reincachen ist. Hell no. Hab 16 und brauch alle. Damn. Sie wurde von Handy Pass Plus Giga-Kombi. Damn. 45 ist schon heftig. Aber brauchst du das auch? Oder wie viel brauchst du davon? Und danke fürs Loots. Ausrufezeichen Loots. Hab's nie angefangen. Ja, einige haben es wahrscheinlich nicht angefangen. Aber ich weiß, dass es auch welche getan haben. Aber da hört man nicht mehr viel von. Gut, ein paar haben es auch schon gespielt auf anderen Servern. Die haben natürlich nicht neu angefangen. Aber ja. Ist jetzt auch nicht für jeden was, glaube ich. Und streicht das, glaube ich. Ich weiß, es ist bestimmt nicht für jeden was.
So wie es momentan aussieht, wird es aber morgen wirklich so sein, dass ich erst recht spät anfange zu leveln. Also kann schon sein, dass ich ab 8, 9 oder so streame am Abend, aber die Amplis schmeiße ich dann wahrscheinlich wirklich erst relativ spät Freitag an. Eventuell sogar erst nach 0 Uhr. Und dass wir dann quasi mehr vom Samstag nutzen. Und es kommt natürlich noch darauf an, ob ich das Einig-Set bekomme. Also wenn ich nicht die 8 Milliarden für das Einig-Set zusammenbekomme. Und ich muss auch Inventar lernen, sehe ich gerade. Wenn ich nicht die 8 Milliarden für das Einig-Set bekomme, dann wird es vielleicht morgen sowieso kritisch, ob wir überhaupt leveln können. Ich meine, man könnte auch ohne das Einig-Set leveln, wenn man nur so 2 Stunden macht. Und noch in Astria bleibt oder so. Oder nur zu den Rabbits geht in Drathesia, die gehen ja eigentlich noch. Aber, boah, guckt euch das an, Legende Hexe, ey. Uff, Standbild-Simulator. Ja, muss man mal gucken. Wie die Shops dann morgen Abend laufen. Aber Freitagabend müsste man eigentlich gutes Zeug wegbekommen, was ich jetzt noch hab. Die ganzen Karten hier. Oh, nice Ruddy Gaunt, das gestattet sogar. Taube, was geht ab? Was geht aktuell so in Flav? Nicht viel. Morgen ist das letzte XP-Event von diesem XP-Event-Monat. Und da ist nochmal Ruddy-Teil. Und ja, die Einlog-Events laufen noch. Oder allgemeiner diese fetten Events, die jetzt gestartet sind, nachdem Bora übernommen hat. Aber sonst ist es recht still. Also Bora hat nicht das Gewünschte umgesetzt. Also man hat ja gehofft, dass sie vielleicht ein bisschen interaktiver werden mit der Community, beziehungsweise, ich meine, Webson hat schon mit der Community kommuniziert, aber halt nur über Discord. Und man hat sich halt irgendwie gewünscht, dass da irgendwie irgendwas einfach anders wird, keine Ahnung. Ich meine, man hofft sich ja immer, wenn sich was verändert, dass es sich immer zum Guten verändert. Da muss man ein bisschen Gildenmiete zahlen, ach, aber nicht mit dem Char. Ja. Könnte besser laufen, sagen wir es mal so. Wir werden nächste Woche sehen, was passiert, weil dann enden eben diese Events. Am Dienstag, beziehungsweise, ja doch, eigentlich sollte es Dienstag sein, vielleicht wird es auch Donnerstag. Aber nächste Woche enden die Events und dann müssten eigentlich neue Events kommen. Und dann mal gucken, was die da machen. Die haben halt momentan noch viel mit dem Transfer zu tun, weil jetzt so viele Leute, wie zu erwarten war, nicht transferiert haben von Webson auf Bora. Und die müssen jetzt halt im Nachhinein alle transferiert werden, manuell auch noch. Keine Ahnung, warum sie sich das überhaupt antun. Aber ja, ich denke mal, deswegen kommt da momentan nicht so viel, aber wirkt auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht so geil. Wirkt eigentlich wie Webson, nur noch unkommunikativer. Also sie kommunizieren nicht mal mehr auf Discord mit den Leuten. Da habe ich zwar auch nicht mit irgendjemandem kommuniziert, weil ich den Flav-Discord-Server übel cringe fand. Und immer noch finde. Aber nicht mal da machen sie jetzt noch was. In manchen Monaten brauche ich viele, manchmal nur 10 GB, kommt drauf an, im Krankenhaus haben wir kaum, haben die kaum gereicht. Bist pleite in Real Life oder in Madden? Gerade ultra hype wegen Pre-Patch gestern und heute ganze Zeit Login-Server-Down-Probleme. Ja, ich habe mich gestern schon gefragt, also ich habe es, heute habe ich es mir dann auch hergeleitet, weil ich es auf Twitter und auf Facebook gesehen habe, mit dem Pre-Patch. Aber gestern war ich auch, da habe ich Hearthstone gespielt. Ein bisschen. Eigentlich spiele ich es nicht mehr, aber gestern habe ich wieder ein paar Quests gemacht, weil da irgendwie so ein neues Solo-Abenteuer kam. Und dann kam irgendwie neues Update für Battle.net. Und dann habe ich es neu gestartet und dann, gerade ist viel los. Einlog-Warteschlange, Platz 45.000. Ja, und dann war es das gestern mit Battle.net. Dann habe ich nicht mehr gespielt. Ganz schön krass. Mein Bruder hatte, glaube ich, sogar noch eine krassere Einlog-Warteschlange, irgendwas mit 80.000 oder so. Der konnte gar nicht mehr spielen. Der wollte ein bisschen COD spielen. Schon crazy. Aber was heißt eigentlich Pre-Patch is live in terms of neue Erweiterung? Also kann man dann sagen, Shadowlands kommt im November oder wie? Was soll da eigentlich diesen Monat kommen? Das Einzige, was man von ihnen sieht, ist nur Negatives. Oder gar nichts. So ungefähr. Naja, mal gucken. Kann nur besser werden eigentlich. Also ab jetzt zumindest. Ich fürchte, da wird sich nicht viel tun. Was echt schade ist. Als ob das so schwierig wäre, ein aktiver Developer zu sein. Du musst ja nur einen Larry anstellen, der einfach nichts anderes macht, außer Community Management.
einen. Aber wirklich halt nur einen. Und der Rest kümmert sich um alles andere. Das würde ja schon reichen. Ein Vollzeitangestellter, der sich nur darum kümmert. 8 Stunden am Tag. Das würde halt schon sowas von ausreichen. Der Community-Events veranstaltet. Mal in-game nach dem Rechten schaut, ein paar Botter wegbannt als Abschreckung und sowas. Das würde schon reichen. Das würde nicht mehr viel Geld kosten. Madden Relive Rich AF. Okay. Wurde ja verschoben, ich denke mal Dezember. Also schon noch dieses Jahr, ja. Ja, ich muss mal gucken. Momentan sieht es bei mir zeitlich echt schwierig aus. Also ich hätte halt echt in den Herbstferien, wenn dann, gezockt. Aber die sind jetzt Ende Oktober, Anfang November besser gesagt. Und da wird es ja safe nicht live sein. Leider. Aber gut, wenn es Dezember wäre, wäre ja Weihnachtsferien. Das wäre eigentlich auch ganz gut. Schlecht wäre halt Mitte November, aber ich denke mal, ist sehr unwahrscheinlich, oder? Also jetzt so Mitte November, Anfang Dezember wäre sehr schlecht. Also da habe ich auf jeden Fall keine Zeit. Wenn dann, also ich kann das nur noch in den Ferien zocken momentan. Zu viel zu tun einfach. Real Life und die ganzen anderen Sachen, die ich sonst noch so zocke. Aber jetzt schon Bock auf jeden Fall. Laut Blizzard dieses Jahr. Ah, okay, dann. Leveln geht jetzt viel schneller. Ja, ja, das ist mir klar. Muss dann halt mal gucken, ob ich auf dem alten Account weiterspiele oder mir einen neuen mache. Aber dann ist es eigentlich egal, weil ich wollte eh eine neue Klasse ausprobieren. Wenn man dann schneller levelt, dann wird sich das ja eh anbieten. Ups. Oh, Ansicht? Oh ja, damn. Ich habe gerade Inventar geleert, deswegen war es auf dem Helm. Danke fürs Loot. Gibt es da keine Scrolls, wo du das verhindern kannst, dass es nicht wieder auf zu 0 zurückgeht? Einloggen dauert auch wieder länger, da der Capture-Umgehungstrickser der Serverwartung nicht mehr funktioniert. Ein Borrower behauptet, die haben damit nichts zu tun und wissen den Grund nicht, wieso es existiert. Ja, das mit dem Gacha hat mich heute auch ziemlich genervt. Bei jedem einzelnen Account kam Capture, verdammt nochmal. So viel Fly Legacy gespielt wegen Gacha. Capture-Abfrage, übelst nervig. Und macht dann auf EU-Server? Yes. Definitiv. Muss man mal gucken, weil da werde ich ja mehr als eine Stunde pro Tag spielen. Also da kann ich ja dann gleich auch mehrere Klassen ausprobieren. Muss ja nicht unbedingt alle auf Max-Level ziehen. Also wenn man sie ausprobiert, ob es Spaß macht oder nicht. Je nachdem, wie lange es dauert. Und was geht ab, Atom? Hab richtig Bock aufs W, danach endlich keine XP-Wochen hinten mehr. Sagt es besser nicht zu früh, sonst kommen nochmal 5. Aber ja, eher unwahrscheinlich, dass noch mehr kommen. Ich freue mich auch richtig auf WE. Du wolltest auch Level No-Con, ne? Wolltest du auch einen Blade auf 125 ziehen? Kann das sein? Wegen Ancient X? Meine ich mich zu erinnern. Und geht nicht, lol. Trash. Das ist ja ganz schön belastend. Es geht ja sogar in Fly Legacy. Musst halt ein paar hundert Euro dafür zahlen, aber funktionieren tut's. Für mich hörte sich die Aussage wie eine dicke, fette Lüge an. Dass sie nichts damit zu tun haben und nicht wissen, was der Grund ist, ja. Also war das darauf bezogen, dass die Capture-Abfrage überhaupt kommt, oder war es darauf bezogen, dass der Trick nicht mehr funktioniert ist, mit dem sie wissen den Grund nicht? Weil dass die Capture-Abfrage existiert, ich meine, wenn sie da sagen würden, das wissen sie nicht, warum das existiert, das wäre Schwachsinn, das kann man doch safe, also beziehungsweise das haben die doch bewusst auf ihrer Website integriert, dass man eine Capture-Abfrage macht. Das kommt dann nicht einfach automatisch von nichts, das musst du doch safe entweder beantragen oder halt einstellen, wie auch immer. Denkt man nicht mal, dass es kostenlos sein wird. Wird safe Geld kosten, wenn du auf deiner Website sowas machst. Um Bots zu blockieren.
Ich muss hier kurz ein paar Penya-Säcke einsammeln. Nicht nur im normalen Fleisch. Sappen ist auch nicht sehr teuer, aber lästig, weil es so oft fällt und dann doch teuer wird. Ja, gut. Darauf bezogen, dass sie nichts damit zu tun haben und nichts darüber wissen. Achso, dass es entfernt wurde, ja. Tja. Unwahrscheinlich, dass der Internet Explorer genau heute ein Update hatte, wa? Eher unwahrscheinlich. Oh, damn, ich habe mein Pad nicht draußen mit dem anderen Char. Vor allem Internet Explorer und Updates? I doubt it. Der wurde doch offiziell eingestellt. Der kriegt doch keine Updates mehr und auch keine neuen Versionen. Gar nichts mehr. Gibt ein Item, das 15% extra Success Rate gibt, aber die bringen gefühlt nichts. Würde ich mir wahrscheinlich trotzdem besorgen, weil 15% hört sich ganz schön viel an. Weiß nicht, wie da die Rates sind. Aber vielleicht wäre das ganz schön heftig. 0,01 plus 15% wären immerhin 15,001. Ne, 15,01. Zipanischen 20, ne. Kostet dreimal so viel wie das normale, benutzt es immer auf plus 6. Ja. Was ist nochmal das Maximum plus? 15, 10. Oder wie viel? Beziehungsweise, warum kaufst du dir... Oh, 6. Achso, du meinst von 5 auf 6. Ah, okay. Auf plus 6, weil es von... Habe ich jetzt so verstanden, wie... Du hast etwas plus 6 und machst es dann quasi plus 7. Also wie ab plus 6. Aber ist egal. Bei Alchemie 6, Rüstung 9 und bei Talisman, naja genau, 75, lol. Hat es dann bei Talisman die gleiche Chance, wenn es 5 ist, auf 6? Also ist das dann die gleiche Chance wie bei einem anderen Item, das nur auf 6 maximal geht? Das wäre ja krank, wenn das dir auf 75 quasi einfach 0%. Bei Talisman 100%, oh. Aber dafür später wahrscheinlich nicht, oder? Also von 74 auf 75 wird es wahrscheinlich nicht 100% sein. Oder doch? Beziehungsweise, warum kaufst du dir die Sachen nicht einfach fertig geupgradet? Wäre meine nächste Frage. Oder geht das nicht? Doch immer 100%, aber man braucht immer sau viele. Von 0 bis 50 braucht man 500. Man braucht immer nur einen pro Run. Es gibt 6 Talismane, die man braucht. Yikes. Hört sich ja genauso schlimm an wie ein offizieller Server von dem Game. Die Eichelsteine kosten 2 Milliarden mehr als plus 0 und meistens gibt es einfach keine, weil Appen einfach Katja Feed Flair ist. Ich habe das heute lustigerweise sogar auf Twitter gesehen. Ich weiß nicht wieso, ich follow ihm nicht, aber hoffe ich zumindest. Aber irgendjemand hat heute einen Tweet von Flair retweetet und dann habe ich den gesehen. Und dann bin ich auf sein Ding gegangen und legit 2 Tweets davor war irgendwas mit Katja. Weil ich musste dran denken, dass du es erwähnt hast. Und dann dachte ich mir, spicy. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass der Typ bei Twitter ist. Er scheint mir jetzt nicht gerade wie eine Plattform für Rapper, aber gut. Ich sag mal so, jede Social Media Plattform ist eine Plattform für Rapper. Oder allgemein für Leute, die Business machen wollen.
I won't bite, but you will hear it. You will listen to it, rather. Und ich muss mir bald ordentlich viele Cancelways holen. Selbst mit XZ komme ich nicht auf 200%. 20 bis 30% muss ich erwecken. Echt? Warum ist es bei dir so krass Stimme, der Caster? Danke fürs Loots. Ausrufezeichen Loots. Hab doch gesagt, er hat mich da zweimal geblockt. Ja, schon klar, dass du das gesagt hast, aber ich hab's seit heute mit eigenen Augen gesehen. Und I couldn't believe it. You saw me shook. Slap Knives. We'll listen illegally, maybe. Naja, ich meine, auf YouTube kriegt sie ja auch kein Geld, wenn du Adblockern hast, also. Mal davon abgesehen. Müsste es nicht mal illegally. Achso, na gut, okay. Watchtime und Views. Ah, okay. I see it. Hab doch YouTube Premium. Uff, noch. Noch schlimmer. Ja, musst du einen zweiten Account erstellen, wo du es nicht hast. Kappa. Ah, für die Analytics hilft es dir trotzdem. Die größte Frechheit davon ist, dass die Botter und Penyasella auch nicht davon abgeschreckt auf den abgeschreckt werden, auf den Punkt gebracht. Der Schmutz bringt 0, nichts. Ja, das dachte ich mir vorhin auch, als ich mich hier eingeloggt habe und das bei literally jedem fucking Account kam mit dem Capture. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn es einmal kommt. Also wenn du jetzt 6 oder 8 Accounts auf einmal einloggst und es kommt bei einem oder bei zweien, da sage ich okay, ja, von mir aus. Aber wenn es bei 6 Accounts 6-mal kommt, und dann du bei jeder Capture-Abfrage 2 oder 3 Versuche brauchst, weil das Ding einfach bescheuert ist und nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja. Dann ist auch seit nochmal 3 Minuten länger da, als eigentlich notwendig. Also es ist schon sau nervig. Und genau, dann habe ich mir auch gedacht, selbst wenn einer wirklich bottet, wer ist bitte so blöd und lässt oder lockt seine Bots direkt ein? Oder ich meine, es funktioniert wahrscheinlich gar nicht, das wäre wahrscheinlich ziemlich kompliziert. Die loggen ihre Bots ein und sobald sie in-game sind, dann starten sie erst den Bot quasi. Ja, also das schreckt nicht, also das stimmt ja, was du sagst. Es bringt nichts und es ist einfach nur unnötig. Es fuckt nur die normalen Spieler ab und die Botter werden dadurch null beeinträchtigt. Und die Penya-Selle auch nicht und alle anderen Leute, die gegen die Spielregeln verstoßen, auch nicht verstoßen. Ah ja, was geht ab, Luna Lina? Melissa, die Bombengeberin, hat das vielleicht. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ja, du brauchst Baruna Kansas. Oh ja, die sind dire. Die sind richtig teuer. Aber ja, ich habe doch letztes Mal auf Channel 3 habe ich doch mal eins gekauft für waren das 300 Mio oder so? Oh nein, meine Asri-Tickets laufen ab. Oh no. Oh no. And I'm gone. Push. God damn it. Was ist der Donnerstag? Oh. Echt ein bescheuerter Tag dafür, dass das abläuft. Damn. Genau, das habe ich ja für 350 oder irgendwie sowas gekauft. Das ist sau underpriced. Ich habe es legit für 800 weiterverkauft. Das war das Schnäppchen meines Lebens. Also ich bin ja echt kein Reseller, aber da konnte ich nicht widerstehen, weil es ist einfach zu günstig war, um wahr zu sein. Aber es war wahr. Es war wahr, wahr. Wenn ich einen neuen Account bei Flyfer stellen würde, würdest du mir etwas Geld leihen? Ich leihe und schenke grundsätzlich nichts, vor allem nicht, wenn man mich danach fragt. Gut, okay, wenn du jemandem Geld leihen sollst, muss er dich ja vorher danach fragen, sonst weißt du nicht, dass er Geld braucht. Aber verleihen tue ich nichts und nur in ganz seltenen Ausnahmefällen und dann auch nur an Leute, wo ich mir zu 99% sicher bin, dass ich es auch wirklich zurückbekomme. Oder es sei Items sind, wenn sie weg wären, dass ich es verkraften könnte. Aber grundsätzlich nein. Und verschenken einfach so. Vor allem, wenn man mich danach fragt, erst recht nicht. So. Und zurück.
Und wieder plus 0. RIP. Was gab in Valo? Ein Penya Seller, aber kein Spambot? Was gibt's denn noch für Penya Seller? Oder meinst du jemanden, der einen Shop offen hat? Ich glaube nicht, dass da irgendjemand gebannt wird. Vor allem nicht schnell, weil die so viele Tickets haben, dass die wahrscheinlich erst in 5 Monaten sehen. Ich brauchte schon mal 5 Anläufe, bis es klappt. Mit dem Capture? Kann ich mir vorstellen. Wow, wie langsam fliegt der. Holy moly. What? Ich bin nicht mal schnell mit dem Charakter und bin fast genauso schnell wie er. What the hell? Wie langsam ist 218 km/h bitte in dem Spiel? Jesus. Das war legit erschreckend. Der Chart 0 Speed. Wie konnte sie fast genauso schnell sein? Trash-Besen. Ist mir noch nie aufgefallen. Was gab Rando? Würdest du mir Geld leihen? Rhetorische Frage, da du nicht spielst. Und rhetorische Fragen bedürfen keine Antwort. Jemand, der für echt Geld Penya verkaufen wollte, hat den Chatverlauf gescreent. Wieso hast du so getan, als würdest du es kaufen wollen, oder was? Wow. Das ist schon räudig, wenn man sowas in-game macht. Ich meine, es ist räudig, wenn man es überhaupt macht, aber die Density, dass man das in-game macht, ist schon heftig. Hab mal meine Soulmask 2014 verliehen, aber es mietet das Doppelte vom Kaufpreis verlangt, schon fast gehofft, dass er damit abhaut. Der Klassiker. Aber das ergibt eigentlich fast keinen Sinn, weil wenn er so viel Geld hatte, hätte er sich nicht einfach eine bessere Maske kaufen können. Gut, kommt drauf an, wann das war, aber eigentlich leiht man sich ja nur dann Sachen, wenn man komplett gar kein Geld hat und sich nichts kaufen kann oder so. Oder meistens. Aber ja, mit Verleihen in Online-Spielen muss man vorsichtig sein, also grundsätzlich einfach Nein sagen. Ich meine, du musst dir nur, eigentlich musst du nur die Gegenfrage stellen und ich meine, in dem Moment sagen die meisten Leute natürlich, ja, wenn du was bräuchtest, würde ich dir natürlich so, ja, natürlich machen sie dann ein schlechtes Gewissen. Aber wenn man mal ehrlich ist, die meisten Leute würden dir auch nichts leihen, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, hey, du brauchst 30 Milliarden oder so und wirst es wahrscheinlich auch nicht so schnell zurückzahlen können oder so. Die meisten Leute würden es dir auch nicht leihen. Also, sei auch mal ehrlich, also ich finde, da kann man auch nicht wirklich mad sein, wenn jemand Nein sagt. Also, ja. Hat auch nicht wirklich was damit zu tun, ob man jemanden mag oder nicht, sondern es ist einfach, ja, es wurde sicherlich, die meisten Leute hier wurden sicherlich schon mal gescammt. Das ist kein schönes Gefühl. Und die Leute sagen dir immer, dass es nicht so kommen wird, aber dann wirst du gescammt und dann, ja, dann bringt dir das Wort von jemandem auch nicht mehr sehr viel, der mit deinen Items abgehaut ist. Abgehaut wahrscheinlich. Abgehauen ist. Oh, bitte keine Callouts. Chatregeln beachten. Wenn, dann über Tickets reporten, aber das hast du eh schon gemacht. Die neue Capture-Änderung ist richtig belastend. Es gab ja gar keine Änderung, sie wissen ja nichts davon. Angeblich. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Durfte es live erleben. Doch, war aber 5 Minuten vorm GW, den er mal mitmachen wollte. Ah, okay. Ja gut, dann ist natürlich was anderes in so einer Situation. Aber echt eine Soul Mask, was bringt die Fernkampfblockrate oder was? 2014, 10 STA, 10 STF, Fernkampfblockrate.
Irgendwie sowas. Interessanter Effekt für ein Guild War. Hab mal mit einem 4 Monate lang täglich gefarmt und irgendwann hat er gefragt, ob er sich was leihen kann, damit er was Teures kaufen, dann war er weg forever. Ja. Aber das Erschreckende ist, tatsächlich, ich meine natürlich, wenn du jetzt random, ich meine, solche Fälle gibt es auch oft, aber da gibt es auch oft das Gegenteil. Keine Frage, aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert, kommt halt immer drauf an. Es ist im Endeffekt ein Coinflip, ja. 50-50, entweder er haut damit ab oder er kommt wieder. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich legit was leihen, die kennst du eigentlich gar nicht. Und die bringst dir trotzdem zurück oder geben dir sogar noch was extra, weil du so nice warst und ihm was geliehen hast. Und dann gibt es aber auch wirklich Leute, die spielen monatelang mit dir, sei es jetzt in der Gilde oder einfach nur zusammen farmen oder einfach nur auf Messenger und halt, keine Ahnung, zusammen ein bisschen in-game chatten, was man halt so treibt oder was der so farmt und so. Oder über Equipment labern und so. Und du bist quasi in-game so quasi Best Friends. Und ich, keine Ahnung, ich habe gefühlt über die Jahre 20, 30 Stories mindestens gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, mein monatelanger Farmpartner, mein jahrelanger In-game-Buddy hat meinen kompletten Account leer gemacht. Ich habe ihm letztens mein Passwort gegeben, 2 Tage später war alles weg und bla. Und also solche Geschichten sind schon crazy. Da kann man sich wirklich nie sicher sein. Fern- und Nahkampfblock, paar Prozent und Indonest und Indonest, ja. Ah ja. Na, nicht der schlechteste Effekt, sicherlich, aber hat er wahrscheinlich wirklich einfach nichts Besseres. Und ist nicht so schlimm. Oh, mein Schießpulver hat auch noch übersteckt. Mittlerweile habe ich ein bisschen weniger Piratenmünzen und Kanonenkugeln. Die haben jetzt ganz schön abgenommen. Das war ja alles mal ungefähr gleich. Schon Kanone und Schießpulver schon deutlich vorne. Aber ist trotzdem wertlos, alles andere. Außer Kanonenkugeln. Kanonen. Ja, das mit dem Tiger. Aber gut, wie gesagt, du spielst ja eh nicht mehr. kann man dann überhaupt noch gescampt werden? Das ist die Frage. Technisch gesehen wahrscheinlich schon. Die planen immer einen abzuziehen. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie es immer planen, aber ich meine, und sicherlich, man hört ja immer nur, das ist ja wie im Real Life, man hört ja immer nur die schlechten Geschichten und auch in der Zeitung, du liest ja immer nur das Schlechte. Du liest ja nie die normalen Sachen. Ich meine, liest du jemals von einem Mann, na gut, okay, wahrscheinlich schon, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ich meine, du liest ja eher davon, dass jemand von einem Hai gefressen wurde, was sehr unwahrscheinlich ist, weil das ja eigentlich nie passiert. Aber du liest, wenn es mal passiert, du hörst eher von einem Tierangriff, als von wilder Koalabär gestreichelt oder so. Oder zahmer Koalabär im Garten gefunden. Was würdest du eher lesen? Koalabär reißt Mann den Arm ab, frisst seine Eingeweide und schlachtet seine gesamte Familie ab. Das würdest du in der Zeitung lesen, aber nicht das Gegenteil davon. Schlechtes Beispiel. Aber interessantes Beispiel, deswegen bleibe ich dabei. Und hier in Flife ist ja auch so. Ich meine, es kommt ja keiner in den Stream und sagt, mein 6 Jahre langer Farmpartner in Flife hat mir heute einen Heiratsantrag gemacht. Nein, Spaß. Aber es kommt ja keiner her und sagt, ja, mein 6 Monate langer Farmpartner, ich habe ihm heute was geliehen. Ich habe ihm letzte Woche was geliehen, heute hat er es mir zurückgegeben, hat mir sogar noch Pfand zurückgegeben. Oder obendrauf, was, weil ich ihm in einer Notlage ausgeholfen hat, hat er sich bedankt und hat mir noch mehr zurückgegeben, als ich ihm gegeben habe oder so. Das kommt ja keiner ins Stream oder irgendwie, das erzählt ja keiner. Du erzählst es nur dann, wenn er dich gerippt hat und dann willst du ihn rippen, indem du sein komplettes Image zerstörst. So ist das ja meistens. Für 1,2 Milliarden eigentlich ganz guter Effekt im Low-Level-Bereich.
Ja. Also allgemein diese 2014er Massen sind nicht schlecht. Sicherlich. Nur halt für ein GW ist auf jeden Fall nicht erste Wahl. Na gut, ich sag mal so, wenn du auf Blockrate aus bist und hast keine großartigen anderen Effekte, ich meine, dann ist es wahrscheinlich nicht mal so eine schlechte Wahl. Und SCA gibt's ja auch noch. Stimmt doch gar nicht, habe ich erst letztens gefarmt. Oh, I'm sorry. Den Überschuss kann man fast fortschmeißen. Bei 20 bis 30k Verkaufspreisen hast du wahrscheinlich recht, ja. Aber ich warte mal noch. Aber unwahrscheinlich, dass man das noch losbekommt. Oder jemals wieder braucht. Und es dann anders wäre. Weil es wäre krass, wenn sie das Event in irgendwie drei oder, ne, was heißt das, 3 Jahren. Wenn sie es nächstes Jahr wiederholen würden. Und dann bräuchtest du plötzlich von den Münzen oder so 25 und dann hat sie jetzt jeder weggeschmissen oder für 20k verkauft. Und dann gibt es einfach Leute, die 50.000 davon haben und Milliardäre werden. Who knows, who knows. Na gut, ich denke, wir wissen alle, dass das nicht passieren wird, aber theoretisch. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Und, thanks for the dudes. Koala Bär vor Kanzler, der macht, was wir alle wollen. Alle machen wollen. Also ich will niemanden umbringen, aber alright. Das nehme ich mal als Statement. Rando und ich können das super machen, haben nie Probleme, bester Mann. Ja, Rando ist auf jeden Fall auf der vertrauensseligen Seite, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, das... man weiß es nie theoretisch. Man muss im Internet echt vorsichtig sein, auch wenn es nur ein Spiel ist, wem man vertraut. Also allgemein gesagt, wie gesagt, weil... Es gibt so viele Geschichten von Leuten, die sagen, oh, best. Ich meine, ich würde halt, selbst wenn es mein bester Kumpel im Breeder FG wäre, würde ich ihm nicht mein scheiß Passwort geben. Also ich meine, what the fuck? Also da muss man wirklich blöd sein, wenn man das macht. Sorry, aber da muss man blöd sein. Wenn man jemandem was leiht und so, okay, dann ist schon wieder ein bisschen was anderes. Aber auch da muss man immer im Hinterkopf behalten, zumindest wenn man die Person nicht wirklich kennt, dass es halt auch weg sein könnte. Also sollte man, wenn überhaupt, auch nur verleihen. Wenn man sich wirklich, ich meine, sicher sein kann man sich eh nicht, aber halt, wie gesagt, wenn man den Verlust auch verkraften könnte, wenn es weg wäre, sag ich mal. Also ich würde halt jetzt zum Beispiel nicht, das wertvollste Item, was du besitzt, würde ich jetzt halt nicht unbedingt verleihen, sondern eher andersrum. Bist wieder raus, steh am Flughafen und soll jemanden abholen. Lol, viel Erfolg. Ja, darüber haben wir schon oft geredet, mit Account-Daten weitergeben. Also ich meine, das ist eh nicht erlaubt, aber machen trotzdem viele. Und verleihen. Nur verleihen, was man auch verlieren kann. Oder bereit ist zu verlieren und halt auch nur dann, wenn man sich sehr sicher ist. Kennst du noch Annette Lusian? Ehrlich gesagt nicht, ne. Ist das eine in greifbarer Nähe? Ehrlich gesagt nicht, ne. Letztens gelesen, Koalas müssen 20 Stunden am Tag schlafen und sind fast zu faul, sich fortzupflanzen. Und Eukalyptus ist auch richtig energie- und mineralarm. Also quasi genau das Falsche, was sie essen sollten, ne? Ich nutze immer das Ausrede, dass es mein Bankpasswort ist und dann ist alles gut. Denn Bankpasswort im Sinne von Sparkassenbank, Raiffeisenbank, Commerzbank, offizielle Scambank, was? Was mit meinem Bruder? Das ist was anderes. Ich meine, der wohnt im gleichen Haus und spielt kein Flive. Ich habe auch schon der eine plus 19 gedient bekommen. Damn.
Genau so eine Bank. Na gut. Nailed it. So. Ja, mehr sind ein paar Set-Teile und Event-Items wird heute wahrscheinlich nicht gefarmt. Sadly. Wenigstens ist die Woche fast vorbei. Morgen noch diesen ätzenden Gedichtvortrag halten. Und dann Wochenende. Moin, wie soll ich denn bei dem Kack-Capture meine Chars am Samstag boosten? Oh. Das ist wohl ein Punkt, ja. Das ist mal ein Power-Boost-Fix. Naja gut, ich sag mal so, wenn du immer nur eine Echse ein- und ausloggst, geht's noch. Es wird ja erst wirklich pervers, wenn du mehrere hintereinander machen musst. Also ja, auch bei einer kann es nervig sein, wenn du es dreimal hintereinander machen musst, weil es nicht akzeptiert wird, aber geht noch. Sobald du zwei Chars ausloggen musst, dann ist RIP. Ah ja, dem Powerbooster-Business könnte es tatsächlich schaden, was gut wäre. Es gibt einen Monster Hunter Isekai-Film. Dass es einen Monster Hunter-Film gibt, habe ich auch gehört, aber ich habe mir den Trailer nicht angeschaut. Ich weiß nur, ich habe nur gelesen, dass Mila Jovovich mitspielen soll, oder? Weil es ja von Capcom ist. Und die hat ja auch in den ganzen Resident Evil-Filmen mitgespielt. Das habe ich nur gehört. Und alle Kommentare haben sie halt geroastet. Warum die noch in dem Film ist, jeder Film mit ihr ist kacke, sie ist eine schlechte also wirklich komplett geroastet, Alter. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Hater hat. Ich dachte, jeder findet die einfach nur attraktiv. Haiksun. Ich hoffe, das geht klar, wenn ich das sage. Das hat er auch in Streams gesagt schon, bevor. Größter Mila Jovovich-Fanboy auf der Welt, ich sag's euch. Der feiert den Film bestimmt, aber ich weiß nicht, ob er Monster Hunter spielt. Oder gespielt hat. Aber der ist ein Mila Jovovich-Fan. I'm telling you guys. He's a fanboy. They have no taste. Ohne Spaß, ich schau mal meinen Trailer nebenbei an. Auf lautlos. Ja, da war ich in der Schoolio, da konnte ich es mir nicht anschauen. Wurde der heute gepostet? 2 Minuten 14, nein, gestern. Alright, mal ein bisschen nebenbei laufen lassen. Oh, da stand gerade Tencent. Was hat Tencent mit Monster Hunter zu tun? Gehört es denen? Na gut, denen gehört bald alles. Gibt's denn Monster Hunter Ding? Maschinengewehr und so ein Scheiß? Ich hab's nie gespielt, keine Ahnung. Nein, gibt es nicht. Wieso haben sie es? Why do they have it then? Erinnert ein bisschen an Jurassic Park. Nur mit noch krasseren Viechern. Je größer, desto böser. Ich schaue mir anscheinend den deutschen Trailer an. Oh Mann, Alter.
Ja, ein riesiger feuerspeiender Drache wird von einer 1,70 großen Frau mit zwei Messern getötet, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, die haben sich noch nie Game of Thrones angeschaut. Oder irgendeinen anderen Film, wo es etwas mehr realistisch ist. Etwas mehr realistisch und realistisch. Dritter Dezember. Oh, wow, dauert ja noch voll lang. Puh. Also ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich kann damit nichts anfangen, weil für mich sah das jetzt ähnlich aus, also vom Setting her wie Jurassic Park so mäßig. Kleine Menschen, die eigentlich keine Chance gegen diese riesigen Monster haben sollten, aber trotzdem gegen jedes einzelne gewinnen. Und ein paar Typen gehen halt drauf dabei, bis auf den Hauptcharakter natürlich. Puh, ja, ich glaube, kann man ohne schlechtes Gewissen aussetzen und man verpasst nicht viel. No hate though. Just not my taste. Er hat alle Mila-Movies auf Blu-ray. I don't think so. Echt, hat er das? Damn. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, dass er sie mag, formulieren wir es so. Und er hat die beiden Mila-Alben gehört. I don't think. Wait, what? Die macht Musik? Hat er bestimmt nicht, but I do. Oh. Oh. Tun wir einfach ein paar Militärleute. Ich sehe keinen. Also, wenn es das nicht in Monster Hunter gibt, dann verstehe ich ehrlich gesagt. Also, dann verstehe ich jede Kritik an dem Film. Weil dann ergibt das ja nicht mal Sinn. Also, hat das dann überhaupt was mit dem Spiel zu tun? Almost done mit Flife Legacy. Okay, dass die alle Zeiten abkratzen, sie sich dann alleine mit den Mitteln aus dem Spiel. Ah, und sie sich dann alleine mit den Mitteln aus dem Spiel rumschlagen muss. Ja, das würde die Schwerte erklären, die sie später hat. Und dass nur noch sie am Ende vom Trailer vorkam. Ach so, okay, ja, okay. Ist quasi. Ah, na ja gut. Die werden quasi diese andere Welt geholt in die Monster Hunter Welt. Aber das unsere Welt quasi. Ah, okay. Ach, nee, sorry, aber solche Filme mag ich überhaupt nicht. Ja. Nee, gar keinen. Nee, wirklich gar nicht. Also da schaue ich mir lieber eine Dokumentation an als das. Scheiße, langweilig. Like I said, no taste. Wenn der Film Garbage ist, dann kann da auch mein Lieblingsschauspieler mitspielen. Und der wäre immer noch Garbage. Weil wenn es ein schlechter Film ist, ist es ein schlechter Film. Beziehungsweise wenn es ein Film ist, der mir nicht gefällt. Und offensichtlich bin ich da. Ich meine, ich spiele nicht mal Monster Hunter. Ich meine, wenn du Monster Hunter spielst, hast du den Film wahrscheinlich, wenn da solche Sachen vorkommen. Und ja. Wobei die Kritik an dem Film habe ich gar nicht so krass empfunden. Das war eigentlich wirklich nur hauptsächlich Kritik an ihr. Das war auf 9gag auf Facebook. Sinn machen tut in Filmen sowieso wenig. Selten etwas. Aber ich meine, wenn man schon einen Film über ein Spiel macht, dann soll es halt auch wirklich sehr nah am Spiel sein, meiner Meinung nach. Ja. Kann mir eigentlich egal sein, ich werde ihn mir nicht anschauen. Wie ist es eigentlich mit Kino momentan? Geht man noch ins Kino oder wie ist es da eigentlich? Also ja, Maskenpflicht wahrscheinlich, aber es ist nicht kritisch wegen geschlossener Raum. Aber gut, ist ja normalerweise belüftet. So.
So. Erinnert mich mal um 11, please, dran, dass ich nochmal Half-Life Legacy on muss. Wegen Wolkenkratzer. Spiele auch kein Monster Hunter? Tja, dann sind wir schon 4. Zig. Millionen. Milliarden. Kennt ihr die Serie Terra Nova? Die geht so ein bisschen in die gleiche Richtung aus unserer Zeit in der Steinzeit und da dann überleben. In die Steinzeit leider überlegen. Überleben. Also ich habe von der Serie gehört, ja, aber ich habe es mir, glaube ich, nie angeschaut. Oder war das das, nee, das war das, was auf ProSieben lief, das ist, glaube ich, sowas ähnliches, war, glaube ich, Eureka. Ne? So auch so mit Dinos und sowas. Nee, also da bin ich gar kein Fan von. Sowas, nee, mag ich gar nicht. Der Film ist einfach Action-Gedöns, das sind die meisten Hollywood-Filme, aber wie gesagt. Na gut, Monster Hunter hat wahrscheinlich keinen richtigen. Hat Monster Hunter einen Main Character der Story oder so? Dann wäre das ja sehr interessant gewesen, das zu verfilmen. Aber wahrscheinlich gibt es nicht wirklich einen. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der Moment, wenn die Poster bei mir immer alle sind, ist mir mal mit Dela schon öfter passiert. Thanks for loots. Appreciated. Ausrufezeichen loots. Das war so weird, ne? Man hat einmal eine Nachricht gesehen, dann wieder nie wieder. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sie wieder ein bisschen dran gearbeitet haben. Also vielleicht kommt's ja wieder. Eureka ist nicht mit Dinos. Echt nicht? Was war denn das mit Dinos? Es gab selbst auch mal so eine Trash-Serie, die mit Dinos war und auf ProSieben lief. Ich dachte, es war Eureka. Sicher, dass das nicht mit Dinos war? Das muss ich jetzt legit googeln. Was war denn Eureka nochmal? Eureka, die geheime Stadt. Ah, ja. 2006, ja, Jesus Christus. Serienfinale 2012. Ich kann mir jetzt nicht jede Staffelzusammenfassung anlegen. Anlegen wahrscheinlich. Durchlesen. Aber ja. Ich dachte, das war Eureka. Ich meine, keine Ahnung, ich habe nicht jede Folge geschaut, aber irgendwas war das mal. Monster hat keinen Main Character, du erstellst dir einen. Das wusste ich schon, aber es hätte trotzdem sein können, dass es eine Storyline in dem Spiel selber gibt. Ich weiß schon, dass es Open World ist und so und du eigentlich machen kannst, was du willst. Aber jedes Spiel hat ja irgendwo eine Lore. Man hätte ja sein können, dass es bei Monster Hunter dann auch etwas gibt. So ähnlich wie das Drachenblut in Skyrim, nur dass du halt in Monster Hunter dann nicht selber das Drachenblut bist, sondern nur so ein random Dude. Es gibt auch eine Folge mit Dinos bei Eureka. Ah, okay. Dann war wohl die einzige Folge, die ich jemals gesehen habe, die. Oder die einzige Folge, die ich jemals ganz geschaut habe. Ja, aber wie gesagt, ist alles nicht so meins. Ich bin nicht so der Science-Fiction-Dude. Und die meisten Sachen davon... Gut, okay, Jurassic Park würde ich jetzt nicht als Science-Fiction bezeichnen, aber... ja.
Gerade 100 mehr hat er in den Schein investiert, nur damit der Stadt 45, 46k macht. Uff. Redest du jetzt eigentlich von Fleif oder schreibst du nur von Milliarde, damit wir verstehen, in welchen Größen sich das bewegt? Aber RIP. Kennt man aber. Achso, das war schon gelesen, ne? Zockst du Genshin Impact auch oder lässt du dich nur bezahlen? Oh, welch scharfer Ton, Bro. Gönn doch mal. Ja, ich spiel's auch tatsächlich. Und lass mich bezahlen. High five. Tschu. Kappa. Schon 8 Videos hochgeladen oder so, Genshin Impact. Sehr empfehlenswert auf meinem YouTube-Kanal. Gibt auch im November, am 5.11. kommt ein neues Game raus. Closed Beta MMORPG. Habe ich einen Key zugeschickt bekommen. Naja, ich bin famous, ja. Ich kriege jetzt Closed Beta Keys ohne Anforderung. Peasants. Nein, Spaß, aber. Mal gucken, wie das wird. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Werde ich mir schmackhaft gönnen. Das ist, glaube ich, der letzte Tag von den Herbstferien oder der Freitag oder so. Von den Herbstferien müsste das sein. Oder Donnerstag ist es, glaube ich, ja. Lore gibt es nur von den Monstern? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mal einen Kumpel, der das übelst gesuchtet Monster Hunter. Also vor allem das alte, es gibt jetzt ja auch das neueste, ist ja Monster Hunter Worlds, heißt er, glaube ich. Das war noch das alte damals. Ich würde sagen, es sind etwas 100 Milliarden, was bei euch sind, wir aber nennen das KKK. Ja, KKK. Cringe. Welches Spiel? Ich warte immer noch auf Blue Protocol. Blue Protocol, noch nie davon gehört. Ne, das heißt Bless Unleashed heißt das. Beim Logo bin ich mir nicht ganz sicher, aber es sieht ja legit so aus wie das Logo von Genshin Impact. Also keine Ahnung, ob es ähnlicher Entwickler ist, aber wahrscheinlich nicht, weil Genshin Impact kommt ja aus Japan, wenn mich nicht alles täuscht. Und das andere kommt aus Korea. Gut, sind Nachbarn, aber deswegen wäre es ganz schön rassistisch zu sagen, das ist das gleiche. Aber was ist Blue Protocol? War das dieses eine? Ich glaube, das habe ich mir schon mal angeschaut. Nee, doch nicht. Wow, what the fuck, das sieht ja von der Grafik her aus wie Ding. Genshin Impact sieht das ja ein bisschen aus. Zumindest die Bilder auf Wikipedia. Oh, na, man meint das Gameplay auch. What? Das hat ja schon verblüffende Ähnlichkeit mit Genshin Impact. So stilmäßig. Ja. Okay. Ja, ich brauche nicht zwei solche Games, muss ich sagen. Aber interessant. War doch nicht das, was ich vorhin schon gehört hatte. Hat Monster Hunter nicht sogar ein MMORPG? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt, mich auch noch nie dafür interessiert. Es gibt halt auch legit einfach zu viele Spiele. Ich meine, allein jeden Monat kommen 50 raus oder so. Wer soll die spielen? Also ich meine, es ist unmöglich, auch nur ansatzweise, vor allem wenn du auf mehr als nur einer Konsole unterwegs bist, ist es unmöglich. Und dann auch mit Online-Spielen. Auch nur ansatzweise einen Bruchteil des Marktes zu erforschen. Also ist ja mittlerweile krank, wie viel da rauskommt. Allein dieses Jahr, wie viele Spiele rausgekommen sind, ist ja abnormal. Und auch Spiele, die sehr beliebt waren und immer wieder das andere Spiel abgelöst haben, was kurz davor rausgekommen ist, an Beliebtheit. Warte, das mit rassistisch, wenn man drüber redet, hatten wir schon mal. Ja. Wir haben eigentlich so ziemlich über alles schon mal geredet im Stream, würde ich sagen. Danke fürs Loot.
appreciated. Da ist zum Beispiel ein Spiel, das an Beliebtheit verloren hat, weil andere Spiele rausgekommen sind. Fall Guys. Ohne Spaß, würde mich jetzt legitimate interessieren, wie viele Spieler gerade online sind, weil es waren immer so 40.000 bei Fall Guys. Wie viel sind es jetzt noch? Würde mich jetzt mal interessieren. Steam Charts, ist es noch auf der Startseite? Es ist nicht mehr auf der Startseite. Among Us spielen gerade 276.000, das ist gerade das zweitmeistgespielte Spiel auf Steam. Und Fall Guys ist nicht mal mehr dabei. Uiuiuiuiuiuiui. Fall Guys spielen gerade 27.000. Na gut, okay, ist nicht so krass wie weniger. 30 Tage Durchschnitt sind noch 40.000. 30 Tage Gain minus 26.000 und Prozent minus 39%. Also hat fast die Hälfte seiner Playerbase verloren, das Spiel, in den letzten 30 Tagen. Yikes. It's a dying game, brothers and sisters. Wo ist Crucible? Bahnhof. 17 Uhr morgen. Ohne treten. Sag mir das ins Gesicht. Was geil ist, mein Blade macht mit Link bei Maminos Boss Full Buff Crit manchmal 100k. Oh, nice. Ja, bei Aminos sieht man gut, wie viel besser der Charakter wird durch einzelne Upgrades oder Verbesserungen am Equipment. Ein guter Test-Dungeon, weil er einfach sehr viel AP hat und extrem schwach ist. Warte mal, die Mila Mia ist mit dem Regisseur verheiratet. Natürlich kriegt er dann die Hauptrolle. Oh, das wird den Fanboys ja gar nicht gefallen, dass die verheiratet ist. Aber gut, das werden die schon wissen. I guess. Welches Spiel ich gerade gesagt habe, Fall Guys, das was da gerade in der Werbung kam. Oder auf was war das welches bezogen? Ich finde es aber echt schade, das mit Crucible. Es ergibt auch keinen Sinn. Es ist so unlogisch. Ich meine, ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was die sagen, aber die schmeißen das Game halt einfach weg, indem sie so viel Geld und vor allem Zeit gepumpt haben. Die haben da 6 Jahre lang dran entwickelt. Die schmeißen es einfach weg, ohne nochmal zu probieren, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Sie schmeißen es einfach in der Closed Beta weg. Also nicht mal mehr irgendwie, okay, wir releasen es heute und gucken, wie viele Leute spielen, wenn es über 3000 sind. In 30 Tagen, dann lassen wir es, dann machen wir weiter und wenn nicht, dann nicht. Nee, sie probieren es gar nicht. Schmeißen es einfach weg. So crazy, also wie man so eine Entscheidung treffen kann, ist sehr unverständlich nach so vielen Jahren Entwicklungszeit. Ich meine, es ist so oder so ein Verlustgeschäft, du kannst es auch genauso nochmal probieren. Und wenn es irgendwie durch ein Wunder klappen würde, würde es sich ja übelst auszahlen und wenn nicht, würdest du halt nochmal ein paar Monate miese rote Zahlen schreiben. Aber wenn du so viel Geld da reingesteckt hast und so viel Geld schon verloren hast, dann machen die paar Monate, wo du eigentlich nur noch die Betriebskosten, also nur noch die laufenden Kosten zahlen musst eigentlich, das macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. In meinen Augen. Weil in der Gaming-Szene, es muss ja nur ein großer YouTuber oder Streamer, muss ja nur sagen, er findet das Spiel genuinely nice. Und zockt, egal was seine Zuschauer davon halten. Und davon gibt es viele Streamer, denen es egal ist, was die Zuschauer davon halten, weil sie einfach so finanziell abgesichert sind, dass es vollkommen wurscht ist. Erstens wurscht ist, was sie spielen, weil sie einfach genug Leute haben, die einfach zuschauen, weil sie die Person geil finden. Und es denen wurscht ist, was sie zocken und so. Also Summit oder so zum Beispiel, die zocken immer wieder, was sie wollen. Also da müsste nur einer wirklich auf das Spiel aufmerksam nochmal werden und es legit geil finden. Und die würden den dann legit auch payen. Und dann wird es ja schon laufen. Es reicht ja schon ein großer Streamer mit 10.000 Viewern oder ein YouTuber mit ein paar Millionen Abonnenten und schon läuft das Ding. Das ist ja das Traurige eigentlich mittlerweile. Ein Spiel muss eigentlich nicht wirklich gut sein und es kann auch übelst kacke sein. Wenn einer es wirklich pusht, wird es gespielt. Und andere Spiele, die legit gut sind,
aber nicht gepusht werden, weil sie halt keiner von den großen wichtigen Leuten, in Anführungszeichen wichtigen Leuten, nur weil die das nicht pushen oder nur weil keiner das Spiel wirklich geil findet von denen, die wirklich Einfluss haben, sterben Spiele, die geiler sind als andere Spiele, die vielleicht nicht so geil sind, aber krank viel Aufmerksamkeit bekommen. Einfach nur, weil es halt gerade cool ist und ein Streamer hat angefangen und alle anderen sind halt auf den Hype-Trainern aufgesprungen und machen halt mit. Und nur deswegen ist das Spiel dann besser oder überlebt oder wird viel gespielt oder so. Ist eigentlich schon echt traurig. Also, dass ein Spiel gar nicht mehr gut sein muss, um beliebt zu sein. Sondern es wirklich nur noch darauf ankommt, ob's die Streamer spielen oder nicht. Eigentlich schon wirklich traurig. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Crucible so ein gutes Spiel ist, dass es unter anderen Bedingungen wahrscheinlich beliebter wäre. Das will ich jetzt nicht damit unbedingt sagen. Aber es gibt bestimmt genug Spiele, die trashiger sind und länger überlebt haben. Oder halt, ich spiele gerade eins davon, Kappa. Aber naja, FNAF ist einfach Kult. Aber vom Prinzip her ist es schon echt traurig. Also. Hat natürlich auch positive Seiten, weil Spiele, die wirklich gut sind und von Indie-Entwicklern kommen, Among Us, weiß ich jetzt nicht genau, ob es zutrifft, aber ich glaube schon, dass es eher ein Indie-Entwickler war. Da muss man sagen, okay, das ist eigentlich schon nice, weil die wahrscheinlich ohne die Hilfe von halt, ich weiß nicht, Soda Poppin hat, glaube ich, mit Among Us angefangen und dann haben halt alle anderen mitgemacht. Sozusagen ohne ihn wäre das Spiel niemals bekannt geworden oder niemals richtig bekannt geworden. Und in dem Fall hat es halt einem Indie-Entwickler, die jetzt wahrscheinlich scheiße viel Geld damit gemacht haben, geholfen, dass die jetzt Future Projects verdienen oder sich einfach zur Ruhe setzen mit ein paar Millionen. ja. Schon crazy. Also da hat es halt einen positiven Effekt, aber es hat halt auch genauso Schattenseiten, das Ganze. Das ist halt genau wie mit dem Pokémon-Karten-Business. Das hat halt auch nicht nur positive Seiten, dass es so krass gepusht wird von den ganzen Promis. Alles eine Sache der Influencer. Und damit meine ich natürlich die Schweinegrippe. Was? Hat sich echt das gelohnt, das Candy Ringset auf 8 zu appen? Bringt jetzt 8 AP und 8 Angriffskraft plus halt Z-Effekt. Okay. Ich würde es aber nicht zu krass upgraden. Aber da wirst du schon das Richtige machen. Thanks for loots, appreciated. Hatte was vergessen, hab Damage von 35 auf 52k gepusht. Das ist es doch worth. Hell yeah. Und so ist doch auch Minecraft groß geworden, oder? Weiß ich nicht, ich habe Minecraft ja nie wirklich gespielt. Ist es das? Keine Ahnung. Kann schon sein. Ich sag mal so, die wenigsten Spiele sind self-made. Also Flife würde ich sagen ist self-made, weil zur Zeit, wo Flife aktiv ist, da hat er gerade mal ein Jahr vorher hat YouTube angefangen. Also ich meine, da gab's sowas noch gar nicht. Ich meine, sicherlich gab's da auch schon YouTuber, aber da hat ja kein Schwein YouTube geschaut, weil da war noch MyVideo und Clipfish und sowas beliebter. Oder genauso beliebt. Ja. Also die meisten Spiele heutzutage, würde ich sagen, sind nicht mehr self-made, weil es eigentlich nur noch darum geht, wer kann mehr Werbung schalten, wer kauft sich mehr Streamer, wer kauft sich mehr Placements und so. Also ist es eigentlich wirklich so. Ist eigentlich nur noch ein finanzieller, das was in der Hose steckt, Vergleich. Und früher war es ja tatsächlich so, wenn ein Spiel scheiße war, hat es niemand gespielt und ist es offline gegangen. Und wenn ein Spiel geil war, hat es jeder gespielt und halt einfach, ja, Propaganda, also, das ist Propaganda, aber ja, mündliches Anheizen halt. Du zockst es, gehst am nächsten Tag in die Schule, erzählst 20 Leuten davon, die 20 Leute gehen nach Hause, von denen laden sich 5 Leute runter, die gehen am nächsten Tag in die Schule, erzählen wieder, wie es geil ist, dann holen sie es von den anderen nochmal welche und dann nochmal und dann nochmal. Und so wird ein Spiel normalerweise beliebt. Ohne das künstliche Aufgetätschel. Aber zumindest früher war es so.
Naja. Achso, stimmt, ist ja nur ein Downer, ne? Ja, aber ich würde es trotzdem nicht zu hoch upgraden. Aber der Vorteil ist ja, durch die gratis A-Products wiederum kannst du es ja gratis upgraden. Aber da würde sich wahrscheinlich eher der ATK-Ring lohnen als der andere. Würde ich zumindest sagen. Also du hast... Achso, nevermind, das ist ja seelengebunden, ne? Aber dann kannst du die A-Products von dem Charakter dafür nutzen. Ja, stimmt, die Ringe sind auch seelengebunden. Ja, nice, nice. Ist doch gut. Ich bräuchte jetzt eigentlich auch ein Event, wo es mal wieder Schmuck gibt, der nicht zu krass und zu selten ist, aber trotzdem ganz gut ist. Weil dann könnte ich denen nämlich meinen Downer-Chars geben. Mein momentaner Plan ist ja eher so Timois plus 12 und Arix plus 18 oder sowas. Aber mal gucken. Entschuldigung. Ich glaube, da muss er bis Februar warten mit den Ringen. Echt? Glaube ich nicht. Es gibt ja schon ab und zu neue Events mit Ringen. Nicht oft sicherlich, aber es gab ja zum Beispiel den neuen der eine Ring. Die Candy-Ringe, das war ja auch dieses Jahr, oder? Wenn ich alles täuscht. Also gibt schon ab und zu Schmuck. Kommt halt drauf an, was die gerade planen. In Asia. Wieso kann man die Ranger Oasis eigentlich mehrfach in den Action-Slot packen? Ich meine, weil sie Cooldown haben. Das kannst du auch bei Elementor auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Viel Geld pumpe ich nicht mehr in den, vielleicht nochmal bessere Demoises sind noch plus 12, 13. Aber dann eigentlich nur noch das noch plus 10. Alright. Verdammt, ist schon wieder bei das Pad abgebrochen. Was ist los mit mir? Goddammit. Und ich habe vergessen, dass dieses Partyziehen jetzt hier länger dauert. Das ist übrigens auch ziemlich schlecht. Weil dadurch, dass ich halt nicht mehr höher als die Monster bin, mache ich auch deutlich weniger Damage und kill weniger Monster. Ja, dafür kriege ich natürlich viel mehr XP. Aber ich level die Party jetzt hier gar nicht mehr so schnell. Gar nicht dran gedacht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss nicht unbedingt einen Traumlook-Run machen. Für Minus hätte es nicht mehr gereicht. Eigentlich ist Groom-Ring der neue, der eine Ring. Aber bisher habe ich nur einen damit gesehen. Ja, sehr schade, dass der so selten war. Sehr schade. New Ariana Album coming this month. Are you ready? Habe ich auch auf Twitter und auch auf Facebook gesehen, sogar am gleichen Tag. Hat mich die Alte zugetextet. Ja, I don't know, man. I don't know. Ich habe schon ewig keine Musik mehr von der gehört. AKA... Weiß ich nicht mehr, was ihr letztes Lied war. Literally. God is a Girl, war das nicht das letzte Album? Nein, oder... Nee, God is a Woman, oder? Das, wo das Cover verkehrt rum war. Auf Lord Pain gibt's gleich nur 4 Groom-Ringe auf dem ganzen Server. Na, ich denke mal, es sind schon mehr. Aber nicht viele wahrscheinlich, ja. Wäre echt genial gewesen, das Groom-Set zu haben. Und morgen kommt der Osterhase. So ungefähr von der Ratio her. Wäre schon geil, ja, aber es wäre auch ganz schön eine Fiktion. Rain on Me mit Lady Gaga? Oh. Okay. Ich glaube, das Lied kenne ich legit nicht mal.
I don't know, man. Seit wann bekommt man mit Prime Werbung? Schon immer. Du kriegst nur dann keine Werbung, wenn du Subscriber bist. Stell dir das Geld vor, was man mit denen machen könnte. Mit den Ringen? Na, so viel wertzen sie jetzt auch nicht, oder? Ich meine, irgendwann macht es keinen Sinn, sie sich noch zu kaufen, wenn sie zu viel kosten. Weil irgendwann kannst du, also wenn sie jetzt zum Beispiel 60 Milliarden Clean kosten würden, kannst du dir auch fast ein Dinnerset dann schon kaufen. Dann lohnt sich das schon gar nicht mehr. Sicherlich ist das Dinnerset nochmal viel teurer, aber bringt dir auch viel mehr. Und thanks for the loots. Und ich habe die Prime-Frage beantwortet. Du kriegst schon immer Werbung mit Prime. Du kriegst nur dann keine Werbung, wenn du auch Prime-Sub bist. Oder halt allgemein Subscriber. Prime schützt vor Werbung nicht. Seit Monaten kein Zeit, man gerade zum ersten Mal Werbung bekommen. Vielleicht hast du dann noch nie lang genug zugeschaut. I don't know. Wie viel muss man für Dinnerset rechnen? 300? Momentan schon, ja. Am Weihnachten müsste es wieder günstiger werden. Eventuell bis zu 200 günstig. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich nicht deine Definition von günstig, aber für ein Dinnerset ist es tatsächlich sehr günstig. 240 war, glaube ich, das niedrigste, was ich jemals gezahlt habe. Sind 3 oder 4 mal mindestens 3 Stunden jedes Mal da. I don't know. I'm not a Twitch website browser. HTML. I don't know. $350 hast du gezahlt. Ne, ich habe eins selber geupgradet, das war safe auch nicht günstiger. Ja, also Magic Stick plus 20. Oh ne, ich habe mir 2 gemacht, ne? Ja. 2 habe ich mir sogar gemacht. Wie soll ich jemals auf solche Summen kommen? Grinding ist the key word. Naja, du farmst doch jetzt. Du farmst doch jetzt schon Dungeons, Event, oder? Ja. Ist schon frustrierend, klar, aber irgendwann lohnt es sich einfach nicht mehr, sich nur noch kleinere Upgrades zu kaufen. Irgendwann muss man mal den Sprung wagen und sich krasses Equipment holen, das er dann auch auf einen Schlag sehr viel kostet, aber es bringt er dann auch viel mehr. An den Punkt kommt jeder irgendwann, dass man sich nichts mehr in kleinen Milliardenbereich holen kann. Kleinen Anführungszeichen vielleicht. Lol, gesneakt. Damit hat das Mammut nicht gerechnet. Haha, Chris 1, Mammut 0. Was nachschauen.
Da haben wir gerade wegen Release-Dates von Pokémon geguckt. Machst du die Boxen am Ende auf oder verkaufst du die? Die mache ich auf. Ich bin ja kein Langweiler. GZ-Niox, hab schon ewig für meinen Piraten und die ATK-Maske gegrindet. Und ich habe 4 Anwings auf der hohen Kante liegen. Oh, pfuff. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Was die Abwand teffert? Oh, ganz schön spät heute dran. Wann hast du das denn vor? Wir sehen oder kommt sogar ein. Das kommt YouTube-Video. Boxen im Stream aufmachen. Der war gut. Er hätte mich fast dran gekriegt. HP-Maske. Ja, das ist ungefähr gleich teuer, oder? Müsste eigentlich. Morgen ist ja Freitag und das Schöne ist, dass darauf der Samstag folgt, an dem man nicht arbeiten muss. Und deswegen bist du Freitag immer so mit 3 Stunden Schlaf dabei und bist dann halb tot nach dem Freitag, oder wie? Klassiker. Ich werde es dann trotzdem bald aufgehen. Lootbox mehr oder weniger. Wird es auf jeden Fall ein YouTube-Video von geben. Kannst du eigentlich nicht verpassen. Gibt zwar trotzdem immer wieder Leute, die es verpassen, aber kann man sich ja immer anschauen. Thanks for the loots. Appreciated. Das ist so crazy. Teilweise hat Lutz halt noch nicht mal für August-Payments rausgehauen. Da steht dann immer, Client hasn't paid yet. Da frage ich mich auch, wie kann es sein, dass sie 2 Monate später noch nicht für die Werbung gezahlt haben, die sie bekommen haben. Das ist so crazy. Schon ein bisschen hardcore. Aber 18 bezahlt für 3 Piratenumhang und 16 pro Anbinding. Sie hat 3 Piratenumhänge gekauft? Damn. Ich geh gleich pennen, aber gesehen, dass du auch ein bisschen dachte, ich schau noch rein. Entschuldigung. So war das doch nicht gemeint. Ich dachte nur, weil du jetzt nicht den Anschein gewirkt. Es hat nicht den Anschein erwirkt, dass du gleich ins Bett gehst, bis du es gerade eben gesagt hast, natürlich. Oh, übrigens, neues Opening auf YouTube, ne, falls du es noch nicht gesehen hast. Neues Yu-Gi-Oh! Opening. Und ich sag dir jetzt schon, aber es würde das Thumbnail wahrscheinlich auch sagen, es war geisteskrank. Und wenn ich sag geisteskrank, dann meine ich geisteskrank. Geisteskrank. Und mit geisteskrank meine ich natürlich geisterkrank. Moment, ich schaue. Oh, es geht über 20 Minuten, das dauert mehr als einen Moment. Muss man doch fast mal ein bisschen Promo hier machen.
Also, wenn ihr mich supporten wollt, unabhängig davon, ob ihr Yu-Gi-Oh! Mögt oder nicht, einfach auf den Link klicken, Like da lassen und dann könnt ihr es wieder zumachen. Nice wäre es natürlich, wenn ihr es euch anschaut, aber müsst ihr natürlich nicht. Ich habe auch gesehen, mein First Edition Toon Chaos Opening hat er legit 1,4k Aufrufe. Das habe ich gar nicht gesehen, Alter. Das ist ziemlich krass eigentlich. Weil auf meinem Kanal ja eigentlich nichts mehr als 1000 Aufrufe bekommt, House of Life. War schon ganz schön heftig. Also ist natürlich schon 3 Monate her, aber trotzdem ziemlich krass. Hatte wohl der Algorithmus gehittet für deutsche Yu-Gi-Oh! Openings. Ist 1000 gar nicht schlecht. Bei deinem Angebot hat noch keiner angebissen. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass das bei der Fall sein wird. Aber ich verkaufe jetzt auch ein paar Karten auf eBay. Meine japanischen Karten. Die doppelten, die ich nicht brauche. Weil Card Market hat ja immer noch kein OCG und das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Die haben jetzt zwar schon zweimal gesagt, dass sie bald OCG-Karten auch an... Ich meine, bei manchen Sets kann man OCG einstellen, aber Sets, die es nur in Japanisch gibt, auf jeden Fall nicht. Und auch so wird es noch ewig dauern, glaube ich, bis Card Market OCG für alles anbietet. Ich glaube, da ist man mit eBay besser beholfen. 18 Milliarden, die HP-Maske, 3 Milliarden, der Umhang... Achso. Echt, die HP-Maske, 3 Milliarden? Jetzt habe ich es wieder falsch gelesen. Oh mein Gott. 18 die HP-Maske, 3 Milliarden, der Umhang, 16 Voranmeldungen. Okay, hab's jetzt. Ah, okay, Atom hat's auch verkackt, nice. Spaß habt geliked und schau es gleich als ASMR-Ersatz, me denn. Naja, ich meine, Booster Packs ist auch ASMR. Schwere Geburt, bis du es verstanden hast. Ja. Ich frag mich gerade auch, was mit mir nicht stimmt. Das war legit nicht mehr so kompliziert. But it's late. It's late in the evening. Oh, 23 Uhr. Ich muss nochmal kurz in Fly Legacy. Wolkenkratzer. Ups. Brüllst du da rum oder redest du die ganze Zeit relaxing? Die meiste Zeit relaxing, also so wie ich immer rede, also relativ monoton und gleiche Lautstärke. Aber da es ja ein geisteskrankes Opening war, kannst du dir vorstellen, was da irgendwann im Video wohl passieren wird, ne? So ein bisschen geisteskrankes halt. Da wird es ja manchmal ein bisschen geisterlaut bei geisteskranken Sachen. Woher kommt eigentlich das Wort geisteskrank? Oh, Ocean Card 7%, let's go. Hat sich auch irgend so ein Dude 1711 und 12 auch mal gedacht, dass das ein nicer Term wäre. Aus der Psychiatrie. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meinte eigentlich in dem Sinne, dass man es in dem Zusammenhang benutzt. Aber wahrscheinlich einfach in dem Sinne, dass man es halt nicht fassen kann, dass dein Verstand es nicht fassen kann und dass du dann wie ein Wahnsinniger bist, I guess. Wahrscheinlich deswegen. Danke für die Erinnerung, nachdem ich es gesagt habe. Dann gucke ich es morgen auf Arbeit. Okay.
Das ist aber echt nur eine Stelle im Video, der Rest müsste wie immer sein. Aber schon ein nice Opening. Muss immer an die Alte aus dem Doggy-Video denken, die sagt, dass es so geisteskrank ist, Gott, der den Pizzaboten vernascht hat. Eine von diesen Hintergrundschnäpfen, ja. Okay, Entschuldigung, das war disrespectful. Ich meine natürlich Hintergrundhook, Frauen. Entschuldigung. Okay, das war jetzt echt gemein. Aber wer waren die eigentlich? Waren das eigentlich auch, YouTuber? Oder kannte man die? Oder waren das einfach echt irgendwelche Statisten? Tinnen. Thanks for the loots, once again. Ghostbuster. Kerngeschehen. Ja, spoiler's doch nicht. Spoiler's doch nicht. Spoiler's doch nicht, man. Hast du das 20-Minuten-Video in 2 Minuten angeschaut? Appreciate it, though. Das war Miss Roxy X, die solltest du eigentlich kennen. Das hört sich wie ein Name aus der Rotlichtszene an. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich googeln will. Es geht noch. Model. Model. Oh, ne. No, oh, oh, falsch. Oh. Ja, Wikipedia, ich hasse dich. Diese Scheiß. Ah. Da stand legit. Ach. Yikes. Da stand einfach nur Model. Und erst im Text darunter stand das andere. Yikes. Drauf. Wieder drauf. Reingefallen. Apropos, morgen mache ich deine Bilder. Ey, stop it, Untethered. Nicht nochmal spoilern. Gute Nacht, Cardi B. Freue mich schon auf die Bilder. Aber ja, warum die das nicht hinbekommen, I don't know. Sorry, aber denk den Rage mit mir durch. Rage Cringe mit mir durch, weil das schon so oft auch bei mir war, lol. In dem Fall hat es halt getriggert, ohne jetzt weiter spoilern zu wollen, aber in dem Fall hat es halt getriggert, weil es halt genau das war. Und der Rest war ja ausnahmsweise mal gut. You know. Das war jetzt schon ganz schön belastend. Abgesehen davon, dass das die Karte war. Aber gut, ich meine, normalerweise geht man eh nicht davon aus, dass sowas kommt. Würde nicht über Handy gucken. Würde ich nicht über Handy gucken, würde ich die jetzt machen. Würde ich die jetzt machen. Ja. Nee, ist kein Stress, wie gesagt. Will ich da auch nicht forcen oder pushen. Jetzt mache ich mich wieder unbeliebt in deinem Haushalt. Die machen das absichtlich im Konami Print Headquarter? Glaub nicht. Abgesehen davon ist die
Produktion von den Karten ja ausgelagert. Die printen sie ja nicht mal selber. Das machen ja nur einen Auftrag. Damit die mehr Packs verkaufen? Glaube ich nicht. Ich glaube, die sind einfach nur retarded. Aber nee, ich habe mir letztens ein Video angeschaut von so einem Analytiker. Der hat gesagt, dass die Firma, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist die größte Firma in Europa, die Karten herstellt. Bei denen halt eben Pokémon und Yu-Gi-Oh! Gedruckt werden und auch Magic. Und der meinte, dass es jetzt halt vor allem wegen Corona so stimmen, weil die mussten sich ja an Corona, die mussten ja Corona-Maßnahmen in ihrer fetten Produktion, die haben eine gigantische Produktion von Karten, mit allen TCGs und was es sonst noch alles gibt, produzieren die ja in einer Firma oder in einer riesigen Fabrikeinheit und da müssen sie sich auch an die ganzen Beschränkungen halten mit maximal so und so viele Leute in einem Raum und Durchlüftung garantieren und bla 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 und Abstand halten und so. Das heißt, es wurde langsamer, meinte er. Und dadurch ist die Qualität der Karten gesunken. Weil es gibt ja immer wieder so saukrass beschädigte Karten, die frisch aus dem Booster kommen und solche Sachen. Und der meinte, also erstens das und zweitens gibt es jetzt ja auch immer wieder Produkte, die einfach verzögert werden. Also zum Beispiel Maximum Gold sollte ja eigentlich nächste Woche, glaube ich, rauskommen und kommt ja jetzt erst Mitte November raus. 12. November kommt es, glaube ich, und eigentlich jetzt nächste Woche irgendwann rauskommen sollen. Oder übernächste. Nein, ich glaube nächste. Und das ist halt alles, also nicht nur wegen Corona, aber das ist halt schon mit ein Grund. Und dann ist halt noch der zeitgleich damit ist noch die Beliebtheit von TCGs dieses Jahr um gefühlt 80% gestiegen. Und dadurch meinte er, haben sie mehr Aufträge denn je, aber genau jetzt haben sie halt weniger Kapazitäten, beziehungsweise halt weniger Mitarbeiter, die sich darum kümmern können, wegen eben den Vorschriften und Auflagen. Und ja. Deswegen haben sie halt Probleme hinterherzukommen und dann leidet halt die Qualität der Karten drunter. Und du hast schon geschrieben, Off-Centering. Off-Centering, weiß nicht, ob das da dann auch dazu trifft. Vor allem, weil es ja manchmal auffällig nur bei bestimmten Karten der Fall ist. Manchmal. Manchmal trifft es auf jede Karte zu, aber manchmal trifft es auch echt nur auf bestimmte Karten zu, dass sie off-centered sind. Aber keine Ahnung. Aber er meinte auf jeden Fall die Qualität und die ersten Toon Chaos, also Toon Chaos First Edition, die Karten waren ja alle beschädigt. Also meine Collectors Rare, die Collectors Rare von meinem Bruder, die ich gezogen habe. Die er und ich gezogen haben. Und alle anderen Super Rares und so, die sind alle beschädigt gewesen von Toon Chaos First Edition und so. Und sowas halt zum Beispiel, das ist halt schon wegen Corona wahrscheinlich. Weil sowas ist ja eigentlich nicht üblich. Also ich meine, es gibt Karten, es gibt Leute, die öffnen Packs von vor 20 Jahren und die Karten haben keinen Kratzer. Und da wirst du mir erzählen, dass Karten, die dieses Jahr frisch gedruckt wurden und direkt von der Firma, gut, okay, die wurden nochmal zwischengelagert bei der Post und bei einem Händler, aber im Endeffekt dann quasi straight in der Box immer noch, original verpackt zu mir kommen, dass die dann beschädigt wurden, obwohl die nie ausgepackt wurden. Nein, die wurden schon beschädigt, als sie eingepackt wurden. Und das ist halt das Ding. Ja. Aber gut. Kann man so viel reden, wie man will drüber. Es wird sich eh nicht ändern. Also, außer sie ändern es halt wieder. Oder, keine Ahnung, sie ändern irgendwas. Aber auf jeden Fall muss man damit leben. Leider. Wäre mal interessant zu gucken, wie jetzt neue japanische Karten sind. Ob da die Qualität auch ein bisschen runtergegangen ist. Weil in Japan haben die auch Corona-Vorschriften, die wir unternehmen. Aber Japan ist was Arbeitsmoral und so angeht eh ein bisschen anders. Also wenn dein Chef sagt, du arbeitest morgen 22 Stunden, dann arbeitest du morgen auch 22 Stunden, sonst hast du keinen Job mehr. So ungefähr. Thanks for the loots. Appreciate it. Hat irgendwer einen Log-Event-Coupon bekommen? Hat meine Box noch nicht aufgemacht. Was glaubst du, ist besser für einen Ranger, cleanes Soul, Emerald oder Dexringer plus 9, Demos plus 12 und Gore plus 6? Ja, das ist die Frage, die ich mir bei meinen Downern auch stellen werde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 2 Demos plus 12 besser sind, weil die einfach viel mehr Zusatzschaden geben. Und, gut, Dexringer plus 9, das ist halt schwierig, weil Crit Damage plus 10 ist auf jeden Fall viel besser als 18 Dex. Oder beziehungsweise 20 Dex sind es ja.
Aber zweite Mal ist plus 12 geben mehr als doppelt so viel Zusatzschaden. Das ist Soul Emma Headset. Ja. Also definitiv die Combo. Am besten halt mit Arix plus 18 statt plus 9 dann auf jeden Fall. Aber auch so wegen dem Zusatzschaden, weil er einfach viel höher ist. Ich merke gerade, wie wenig. Achso, ich habe gerade schon gelesen, ja. Ups. Kann man einen Sonderantrag bei PSA stellen? Härtefall? So härtefallmäßig, damit man einen 10er Rating bekommt, obwohl die Karten nicht perfekt sind. Grund Covid-19. Hey, guckt euch mal die Karte an, die ich heute gezogen habe. Und was sagt ihr dazu? Na, PSA 6 oder 7? Ich meine 9 oder 10. Centering? Great 9.5. Beckett Gold Label. Kriegt der. Beckett Gold CV19 Label. So ungefähr. Wäre schon funny. Ist Bow Damage Zusatzschaden? Nein. Bow Damage ist Bow Angriffskraft, ne? Müsste wie normale Angriffskraft sein. Bauangriffskraft und Angriffskraft müsste eigentlich ein Synonym sein. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wäre es nicht Bow Damage? Also von den Emma-Eidringen. Earrings. Stimmt, die geben Jojo und Bow Angriffskraft, ne? Das ist kein Zusatzschaden, auf keinen Fall. Ne, das ist ATK. Das ist genau das gleiche. Ich dachte, du gerade spielst auf den Blood Dragon Cloak an. Die geben ja Bauangriffskraft plus 200, glaube ich. Ah, nö, das müsste 1 zu 1 wie normale ATK sein. Die geht halt nur für Bogen. Aber müsste ATK sein. Also die gibt dir flat 40 ATK und wird mit auch so quasi gar nichts verrechnet. Also eigentlich der schlechteste Wert. Kannst jetzt hier leider nicht ausprobieren. Aber... Zurzeit wird doch alles, was nicht planmäßig läuft, mit Corona als Begründung abgetan. Ich weiß. Deswegen mache ich das ja auch. Nee, aber... Also ich finde die Erklärung von dem Dude fand ich schon logisch. Ich meine, das konnte man sich auch selber ein bisschen herleiten. Scheiße ist natürlich trotzdem. Beziehungsweise ich finde, sie sollten zumindest garantieren, dass halt die wertvollen Karten, dass zumindest die fehlerfrei durchkommen. Aber dann wiederum... Wie sollst du das machen? Ich meine, die kommt ja alles aus der gleichen Maschine. Das ist ein Satz, der gedruckt wird. Wenn einer beschädigt oder kacke ist, dann sind alle beschädigt oder kacke. Also, die werden sich nicht die Mühe machen, dass genau die Karten gut kommen. Bei den anderen ist es wieder, ihnen wieder egal. Also entweder alle kommen gut raus oder halt keine. Oder es ist halt random, welche gut werden, welche nicht. Wenn so soll es auf jeden Fall nicht sein. Aber so ist es ja offensichtlich aktuell. In jedem Set ist es eine Überraschung, ob deine Karten gut gesendet sind oder ob sie beschädigt sind oder ob sie überhaupt ankommen. So... Wer weiß das schon. Dein Pet bekommt richtig ordentlich XP. Ja. Das können wir dann morgen Level Up machen. Vermute ich. Wie Wolkenkratzer-Versuche habe ich noch? Keinen. Ah doch, 6. Na, Moment. Unlucky. Wollte mich schon freuen. Ja, ich muss aber nochmal mein Referat dann durchlesen. So. Ain't no time for that stuff. So krass, wie weit ich noch von 100 Boxen entfernt bin, ne? Das ist echt heftig. Also heftig schlecht natürlich. Wenn es morgen noch lebt, das passiert mir höchstens zweimal am Tag.
Ich weiß ja nicht, welcher meiner Charts man immer erzählt hat. Mit dem Capture ist das durch mit. Ist das Durchloggen mir zu aufwendig. Tja. Oh, Egg gedroppt. Nice. Oh, ich habe zwei Eggs gedroppt. Doppel nice. Tja. Gute Frage. Ich könnte es auch ausprobieren, aber es ist mir jetzt auch zu aufwendig, mir extra einen Char online zu holen. Das ist es. Aber ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass es keinen Zusatzschaden gibt, dass es nur normale Angriffskraft ist. Brief und Siegel. Übrigens Luftjan, falls du es im Nachhinein siehst, ne? Danke für den Follow und danke für den Sub. Appreciated. Er hat nämlich eiskalt gefollowed und gesubbt und ich war nicht mal online. Ich hab's im Nachhinein gesehen. Also, lupenreiner Support. Nicht, dass das noch runtergeht, weil es heute war ja anscheinend nicht da. Asumiao ist doch on. Und Alt-F4. Was? Wer ist on? Also was? Ist das ein Telefonbuch oder was soll das sein? Hab noch nie gehört. Egg Drop ist gleich Tiger stirbt diese Woche. Haben wir schon erledigt. Alles gut. Ist schon tot. Kann nichts mehr schief gehen. Thanks for the loots. Noch fast perfektes Timing. Ich habe noch einen Wolkenkratzer. Versuch. Dann bin ich aus für heute. Na, auch echt eine lange Woche, ey. Also eigentlich vergeht die Zeit echt schnell, aber dafür ist es halt umso anstrengender momentan. Aber, wisst ihr, was mich richtig triggert? Das hatte ich auch noch nie so extrem. Ich wache jeden Morgen auf. Und bin so richtig so, wie als wäre ich erkältet, so richtig verschnupft, ja. Und dann, je länger ich wach bin, desto mehr geht's weg, quasi. Also, so richtig so zu, Nase putzen und so, bringt nichts. So irgendwo hinten sitzt so richtiger Batzen fest, also wie wenn du eine Erkältung hast. Also, du kriegst es nicht weg, egal wie oft du Nase putzt oder sonst was machst, ja. Aber dann über den Lauf des Tages geht's weg und dann mittags bin ich einfach wieder ganz normal. So, keine zue Nase, alles gut, nicht krank, gar nichts. Ist so richtig weird. Keine Ahnung, woran das liegt. Also offensichtlich am Wetter, aber keine Ahnung, warum ich das immer morgens habe. Das kotzt mich momentan sauer an. Das ist nämlich richtig blöd. Allergie? Kann nicht sein. Dann wäre ich ja schon immer allergisch gegen irgendwas, was hier in meinem Zimmer steht. Vielleicht sind sie Yu-Gi-Oh! Karten. Nein, aber würde keinen Sinn ergeben. Nein, ich schlafe nicht mit offenem Fenster. Das wäre Wahnsinn. Warum schicke ich mich in die... Ich schlafe sogar mit T-Shirt, also ich schlafe nicht mehr irgendwie naked oder half-naked oder so. Nicht, dass ich euch das erzählen würde, wenn ich es tun würde, aber cringe. Das stimmt mit dem Set-Effekt, der ist schon nice. Morgenerkältung. Ich dachte mir auch erst so, oh, dann werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwann krank, so als Vorläufer, so erstmal nur so zue Nase und dann kommt erst die richtige Erkältung, dachte ich mir auch, aber das habe ich seit Montag. Und mittlerweile müsste ich schon längst krank sein, wenn es irgendwas Severes wäre, also ist es offensichtlich nicht. Also ja, keine Ahnung, muss am Wetter liegen. Sauätzend auf jeden Fall. Naja. Terranot hat's auch. Dann weißt du, wovon ich spreche. Das ist echt eklig.
Dann läuft mir auch richtig die Nase so. Also fahre ich so mit dem Fahrrad zur Schule, hock mich hin, sitze so ganz normal und irgendwann fängt einfach so die Nase an zu laufen und denke mir so, what the fuck, Alter, hä? Was ist mit dir? Also 2 Stunden später ist einfach alles weg, dann ist alles wieder normal. So weird. Corona. Das klassische Corona-Anzeichen. Die Nase läuft davon. Kappa. Na, ich weiß echt nicht. Keine Ahnung. Hat beim Hardcore-Leveln praktisch, wenn du dem Char nicht der eine geben kannst. Ja. Ja, wenn so ein Folge-Upgrade ist, Soul Emma als Set für einen Ranger wäre schon nice. Ich meine, klar, wäre es immer noch viel schlechter als der eine Ring, aber ich meine nur so, theoretisch wäre es schon nice, wenn man eins hätte. Upgraden selber würde ich es natürlich nicht, aber wäre irgendwie auch schon mal funny. Aber ja, wirklich Sinn machen würde es nicht. Es ist mehr ein Low-Budget-Set und wenn du es upgraden würdest, wäre es nicht mehr Low-Budget und entsprechend würde es keinen Sinn mehr geben. Aber gut, ich bin fast raus. Naja, ja doch, ich bin raus für heute. Ich habe sogar noch was auf Card Market verkauft. Die Bestellung mache ich jetzt, mache ich die noch? Ja, die mache ich noch. Ich muss an meine, Bewertungen hochklopfen. Genau. Ja gut, dann war es das für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall am Wochenende zum Fett-Leveln. Wie gesagt, wann genau, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich aktuelle Planung, Freitag spät machen wir die Amplis an, aber ich stream davor wahrscheinlich schon. Eventuell auch ein bisschen Crucible-Streaming, Freitag, Samstag schon, weil wir haben jetzt die ganze Woche nicht gespielt, fürs Tournament wieder ein bisschen, zumindest ein kleines bisschen zocken. Man kann es mal nicht mehr, also morgen ist der letzte Tag, wo man noch Crucible spielen kann, public, danach kann man es nur noch mit Kumpels zusammenspielen, in Custom Games. Aber ja. Aber auf jeden Fall gelevelt wird dieses Wochenende. Halt, Mist, mir fällt ein, ich brauche morgen 4 Tage-Rad-Tickets mit dem Playdecker, wenn mal jemand etwas Geld pumpen. ich wollte gerade sagen, schau erstmal, wie viele gebundene du noch hast, weil es gab ja erst welche. Also, ich hätte 4, aber halt sehr gebunden, das auf jedem Charakter. Aber ja, vielleicht findest du ja welche auf den Chassis, du brauchst. Ich lock mich jetzt gleich aus, sonst vergesse ich das wieder. Nicht, dass das nochmal passiert. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Looten, Followen, Chatten, anwesend sein. Und wie gesagt, gute Nacht, schlaft gut und ciao, ciao.